Und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Wie ihr sehen könnt, gibt es noch rote Zahlen, die beseitigt werden müssen, bevor wir uns um die optische Eleganz unserer Hauptstadt kümmern. Das Ganze sollte schnell erledigt sein, ein paar Hütten aufgestellt und gut ist. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so funktioniert. Wenn nicht, werden halt ein paar Hütten wieder abgerüstet. Ist ja auch nicht das Problem. Komme ich da noch mit der Straße vorbei, ohne dass ich dir da die Prozente nehme? Ja, das komme ich. Irgendwo noch ein bisschen mehr Platz, wo ich noch was aufstellen könnte. Theoretisch würde das auch noch ein bisschen runterreichen. So viele Lagerhäuser brauchen wir da doch nicht. Und da sehe ich doch auch noch Platz, wo ich das hin verschieben könnte. Oh, wie sieht es denn mit den Ponchos aus? Könnte ich da was wegreißen? Ach, wenn ich jetzt nur noch ein Schiff hätte, könnte ich es dir ja auch gleich liefern. Dann nehmen wir doch schon mal eine Poncho-Weberei raus. Und trotzdem schaut's noch gut aus. Das wollte ich sehen. Runter mit dir und da ist noch Platz für... Ja, 6 Häuser. Oh, wenn ich es noch verschiebe, ist da vielleicht auch noch... noch eine Reihe drin, aber... Nee. Lassen wir mal so stehen. Och, Nein, halten! Wir basteln hier mal schön weiter. Material habe ich doch extra... rangebracht. Straße dran. Da wieder auch noch einer. Zugepflastert die Grünfläche. Da ist noch Platz für ein Haus. Sehe ich doch. Da können wir auch noch eins mit dazwischen quetschen. Das war es dann aber auch. Ja, und wenn die alle einziehen... Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Die roten Zahlen doch verschwunden sind. Muchas gracias. Hier überall noch 5, da noch 6, hier fehlen überall noch 8. Jawohl, das wird. Damit kommen wir wieder auf einen grünen Zweig. Ihr seid alle am Produzieren schon? Was kann schon? Ich für dich tun? Ja, dann können wir doch gleich mal einen kleinen Blick in die Produktionsverhältnisse reinwerfen. Das kommt alles raus. Kommt schon, die letzten paar sollen noch verschwinden. Frachtschiff steht bereit. Brauche ich hier jetzt noch was? Muss ich noch was rüberliefern? Ich glaube nicht. Dann kannst du doch wieder... ja, dich schön mittig in der Landschaft platzieren. Und da gibt's auch ordentlich Ziegelsteine. Falls da noch was benötigt werden sollte. Ich komme gleich nochmal auf euch zurück. Ich sammle jetzt mal die ganzen Schiffe ein. Sollte ich hier überhaupt noch welche rumstehen haben? Wartet mal. Ja, da wollte ich doch noch eine Sache machen. Wo mir da gerade so hier die roten Zahlen auch noch auffallen, die da gerade noch da waren. Habe ich hier überhaupt ein Rathaus aufgestellt? Ein paar stehen da, aber nicht wirklich an der interessanten Stelle. Was soll denn das? Warum denn das nun wieder nicht? Ach, Leute. Das müssen wir aber einmal ändern. Packen wir mal hier die 4 Kollegen da hoch. Och nee, fangt jetzt nicht solche Spielchen wieder an. Bin ich gerade nicht für zu haben. Straße sollst du bekommen. Wo wollte ich das Ding jetzt hinstellen? Hier unten. Also, das Leben ist wie so. Du und deine Nachbarn, ihr müsst umziehen. Zeit wird's. Denn durch das Aufstellen... der Chemiefabriken und durch das momentan noch fehlende Öl auf einigen Inseln kommt es da ja immer wieder zu Problemen.
könnte man ja hier mal ein paar Leute herliefern, die da mal die Einwohnerzahl erhöhen. Alles frei, alles wartet darauf. Och, und nicht genug Holz. Och, nee. Brauch ich ja doch wieder ein Schiff hier drüben. Ich wollte doch jetzt mal ein bisschen Ordnung machen. Nein, halt. Na komm, dann nehmen wir uns mal eine ordentliche Ladung an Brettern gleich mit. Schicken dich mal hoch, alte Welt. Das Ding hieß Chateau Sarrazin, was wir ansteuern wollen. Und jetzt noch mal zu dir. Stell dich mal bitte hier auf. Obwohl, hier drüben. Und hier oben, ihr vier, ihr kommt jetzt mal hier rüber. Runter, wie auch immer. Laufen Koordinaten an. Hab ich noch vier Propeller von jeder Sorte? Zwei davon, das passt schon mal. Ja, da muss die Bärlichingen wieder was ranholen. Och, Schweinerei. Und wie weit seid ihr? Da habt ihr noch ein bisschen was vor euch. 14 Stück beim Jörg, aber das ist doch noch nicht alles. Da können wir gleich nochmal hier die gute Angie mit reinpacken. Die wird auch überall benötigt. 14 Stück, also 28. Eine fehlt noch. Zack, schon stimmt's wieder. Dass das hier auch ja schön gleichmäßig erforscht wird. Hi. Kommt schneller, schneller. Keine Zeit. Wir müssen da noch ein paar Hotels umstellen. Schiff steht bereit. Ein bisschen schön machen alles. Ach, einmal das und einmal das. Nehmt es euch doch einfach selbst. Sind unterwegs. Macht's euch selbst. Ich mach's doch einen Moment. Das gehört jetzt hier nicht hin. Einmal da noch rein, einmal hier und dann den Hans reingepackt. Ball drehen! Einen hätte ich noch im Angebot. Den nehmen wir jetzt noch mit. Wendemanöver! Hier, das sollst du noch bekommen. Ach, weißt du was? Könntest du das doch eigentlich gleich erledigen? Wenn es dir sowieso fehlt? Ab mit dir rüber, alte Welt, Euting angesteuert. Dann geht's zum Archie. Wir besorgen uns ein paar Propeller. Flotte bereit. Dann hätten wir hier wieder vier freie Schiffe. Plus das, was da gerade noch auf dem Weg ist. Bärlichingen ist unterwegs. Gut. Dann will ich nochmal sicher gehen, dass die roten Zahlen auch ja verschwunden sind. Und jawohl, das sind sie. Dann werf ich jetzt einen Blick in die Verhältnisse rein. Alle Inseln, nochmal kurz die neuen Waren angeschaut. Ja, damit kann ich leben. Da wären wir gerade mal bei einem Viertel, was verbraucht wird. Und bei den Souvenirs sind wir unter der Hälfte. Ja, haha. Das sagen die Endwaren, aber wie sieht es denn bei den dafür benötigten Ressourcen aus? Uiuiuiui, da sehe ich doch. Eieiei, das ist gar nicht fein. Problem. Nicht genug vorhanden. Was machen wir denn da? Bitte, fügt es ein, dass man hier die Handelskammer nutzen kann. Wie soll ich denn nur ohne leben? Kein Platz mehr dafür auf irgendwelchen Inseln. Obwohl, so eine kleine Insel hätte ich da ja schon noch. Gus Amida, hier waren Holzfäller untergebracht, hier auch. Alles andere war bereits zugepflastert mit irgendwelchem anderen Kram. Na gut. Lassen wir das mal an der Stelle. Zum Horizont! Und machen damit weiter, was für heute eigentlich auch auf dem Plan stand. Ab nach Delorni. Und jetzt geht es an die Hotels. Da kann man da vielleicht
67 Touristen, die mir da fehlen. Sie müssen unbedingt die Kuchenauswahl probieren. Warum? Na, nicht genug versorgt mit der Bar und so. Das ist aber traurig, traurig. Wird gleich besser, ich verspreche es euch. Die Presse hier erinnert mich an meine... Dann eben nicht. Aber den Bonus haben wir ja trotzdem. Ich will da keine roten Zahlen sehen. Du kannst jetzt... Puh, wie viele Felder sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... vielleicht 8 Felder weiter nach oben verschoben werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, das ist... Das ist blöd. Da steht doch gerade so eine Universität. Ich nehme die jetzt trotzdem mal raus. Warum? Weil ich's kann und weil ich den Platz brauche. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Es wird später alles wieder schön, ist versprochen. Und dann lasst mal schauen. Darf ich das nicht verschieben? Nee, oder? Oh, Moment mal, ich habe gar nicht die richtige Breite. Das ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Oh, da müssen wir euch auch noch rausnehmen. Das wäre jetzt aber ganz schlecht, wenn ich das Ding nicht verschieben kann. Ganz schlecht wäre das. Ach, zum Glück. Ihr macht mir Angst. Ihr macht mir wirklich Angst. Ja, keine Bushaltestelle. Ja. So viel zu den Häusern an dieser Stelle. Bye bye. War schön. Okay, das war gelogen. Aber wenigstens habt ihr mir ein bisschen Gold in die Kassen gebracht. Was ich da ja so dringend benötige. Bushaltestelle kommt gleich. An der Stelle bitte nochmal einen Weg und hier oben auch. Dann können wir hier ein bisschen schön machen. Und das... Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Dass das hier nicht ganz, ne, abschließt, das ärgert mich. Obwohl, hier müsste ich ja jetzt auch noch mit der Straße wieder nach unten. Da passt das Ganze ja eigentlich wieder. Ein Feld fällt auf der linken Seite weg, ein Feld fällt auf der rechten Seite weg. Gut, 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 seht gut, nur, gut. Wir befinden uns in beste... Bushaltestelle sollst du schon bekommen. Stellen wir dir einmal direkt hier mit davor, würde ich sagen. Ja, steht das schon mal? Reicht auch? Ach, nicht genug Kunden. Wir brauchen Kunden. Bring doch mal jemand die Kunden. Und dann, tja dann, wie machen wir es am dümmsten? Fangen wir an mit der Gastwirtschaft. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So schön alles mittig platziert, das wär's. Bisschen Platz lassen, dass ich da noch eine Straße durchziehen kann. Ja, der Rest wird mit Ornamenten zugekleistert. So machen wir das, so machen wir das. Hier sollen die Busse doch auch noch vorbeifahren können. Da können wir nun das hier auch noch mit nach oben nehmen. Ziehen wir einmal durch, oder? Ah. Mach ich mal. Einfach so. Eiskalt. Und da hätten wir da auch das Kaffee oben stehen. Jetzt noch... Das ganze Menü. Amuse-Bouche, Vorspeise... Ruhe, will keiner hören jetzt. Wir müssen dich leider mal verschieben. Einmal da hoch, bin mir noch nicht sicher. Nein, ob die Bushaltestelle reicht, wollte ich da gerade sagen. Aber man sieht's ja. Natürlich braucht ihr wieder eine. Dann stell ich euch doch eine mit hin.
Kleine Verbindung noch an dieser Stelle. Und nun. Ach ja, da war ja noch was, was wir nicht mehr benötigen. Das fällt der einen Touristin doch jetzt nicht auf, wenn ich das da einfach mal wegreiße. Da kommen gleich auch wieder ein paar Zäune und so hin. Uno momento. Bin dabei. Ich gebe ja schon Gas. Dann. Ja, dann. Na, ihr wisst. Dann eben so. Stellen wir das Ganze. Oh, das passt ja wieder nicht. Das ist ja nicht wieder. Ne? Also, ihr wisst schon. Ach. Und nun? Ja. Nee, oder? Reiß ich da wirklich was weg? Und wir packen die links und rechts davon hin. Oh, hier muss so viel angepasst werden. Es ist wirklich ganz nett hier. Ach so, war gar keine Bushaltestelle. Die Waren werden sich nicht von... Lagerhaus, was ihr noch wolltet. Okay. Dann kommt die noch ein paar Meter weiter nach unten. Hab ich mich verschaut. Sorry, mein Fehler. Schuldig, ich geb's zu. Ach, das ist doch jetzt auch wieder nicht mittig. Das macht mich wuschig. Und nun? Ja, muss ich in den sauren Apfel beißen. Und das da ebenso mit aufstellen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Oh, Moment mal. Da wird's aber ein bisschen weit. Zum Turm. Puh. Kommando zurück. Nochmal runter mit dir. Dahin. Einmal verschieben das Ganze. Straße weg. Restaurant runter. Das bitte auch nochmal wegnehmen. Wäre ich sehr dankbar für, dass ich da oben genug Platz habe, das Lagerhaus mit dazwischen zu quetschen. Verurteilt mich nicht, ich muss doch auch erst lernen, wie das hier am besten funktioniert. Straße? Ja, komm, setze ich mal eine mit dran. Aufrüsten werde ich das Ganze. Da soll doch keine Bruchbude stehen. So, Überblick. Ihr seid jetzt alle in Reichweite des Lagerhaus. Ihr könnt euch also bedienen. Der Weg ist nicht weit. Bushaltestelle steht direkt daneben. Hier wird dann überall schön gemacht. Müssen wir also nur noch einen Platz für die Hotels aussuchen. Yeah. Bekomme ich da zwei hier nebeneinander? Wahrscheinlich schon, sieht aber blöd aus. Nein, nicht mal das. Die Anlegestelle ist so... Die Anlegestelle, die interessiert mich jetzt gar nicht. Ich will jetzt wissen, wie ich das hier am besten aufstellen kann. Das wollen wir doch wissen. Wollen wir das? Oh, puh. Das bringt mich jetzt ins Grübeln und zum Schwitzen. Na kommt. Wir machen das so. Wir reißen das jetzt hier weg. Die Straße kommt raus. Das kommt weg. Und das kommt auch noch raus. Sollten jetzt doch an die Stelle eigentlich zwei Stück hinpassen. Einmal an der Stelle. Einmal an der Stelle. Straßenanbindung habt ihr alle noch. Wunderbar. Das Ganze machen wir dann auch noch auf der rechten Seite. Da müssen wir noch was rausnehmen. Da muss noch was versetzt werden. Hoch mit dir. Dann nehme ich euch nochmal weg.
Sucht euch eine neue Bleiber. Kann ich jetzt nicht ändern. Oh, das ist... Was da denn jetzt? Also, nee. Moment. Kann ich da noch was wegreißen? Ja, gut, dann brauchen wir an der Stelle eine Straße. Das muss alles raus. Nehmen wir halt diesen kleinen Weg mal eben schnell raus und schieben die Häuserchen einfach mal ein bisschen weiter nach unten. Wieso geht das da nicht? Natürlich geht das. Hier wird nicht diskutiert. Wird aufgestellt, wo ich will. Dass das mal klar ist. Ach, das muss jetzt nicht. Das. Nee. Ah, wirklich? Tatsache. Reiß ich die Ecke halt raus. Ja, eure Bushaltestellen. Moment mal, die sollte doch nah genug sein eigentlich. Direkt vors Haus wollt ihr das haben. Bitte, wir nehmen jede Hilfe an. Ihr seid mit drin. Wenn es dann auf der anderen Seite aufgestellt wird, sollte das also auch funktionieren. Fotografie, ach sorry, eigentlich gern, aber ein Fähnchen im Wind. Jetzt ist ganz schlecht. Zeitpunkt mies. Frag später nochmal nach. Dann. Da kann jetzt das Lagerhaus hier weg. Die Bushaltestelle muss noch ein paar Meter weiter verschoben werden. Wer hätte es gedacht? Ziehen wir mal gleich das Ganze hier durch, dass ich Bescheid weiß. Und dahin sollten die beiden, die dann jetzt hier noch hinkommen, auch noch mit erreicht werden. So. Müssen wir die Straße auch wieder rausnehmen? Gibt es da Probleme? Ich hoffe doch mal nicht. Tschüss Häuser. Tschüss Investoren. Tschüss Geld. Naja, brauchen wir ja nicht. Solange wir da noch über 1 Million Einwohner bleiben, bin ich ganz zufrieden. So, bitte mitkommen. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Da würde ich dich gern sehen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 auf der linken Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Die müssen dann auf die rechte Seite. Und wieso ist da jetzt noch eins über? Ach so, das war ja das, was die Königin für sich extra wollte. Was machen wir denn damit jetzt? Ach. Stellen wir halt dann noch ein weiteres Hotel mit auf der anderen Seite auf. Aber da muss ich hier noch mal kurz ran. Seht ihr ja, dass das da nicht reicht vom Platz. So. Oh, jetzt hat der Kollege doch aber keine Straße mehr. Dann müssen wir hier jetzt noch ein bisschen weiter nach oben. Feuerwehr, jawohl. Büsche, kommt mit. Brunnen hinterher. Und da packe ich jetzt noch eine Straße rein. Naja, eigentlich müsste man hinter den Hotels auch noch ein bisschen Parkanlage aufstellen. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Gut. Dann geht's an der Stelle doch mal weiter. Auf der Höhe müssen wir bleiben mit dem Hotel. Dann hier nochmal eine Straße durch. Die Höhe haben wir schon. Hier brauchen wir noch eine Straße. Und das war's. Gut. Dann muss ich hier leider nochmal mit der Abrissbirne vorbei. Ei, da sehe ich doch schon wieder. Nein. Probleme über Probleme, eins nach dem anderen. Das kann ich beheben, aber bei dir
Da sieht's eher ganz schlecht aus. Was machen wir denn da jetzt? Hab ich gerade keine Idee. Auch an dieser Stelle. Ach. 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 Nehmen wir euch vielleicht noch ein Feld weiter nach vorn. Das könnten wir noch machen. Das wäre noch drin. Ich muss mal kurz überlegen. Ah, na kommt, dann machen wir das so. Ziehen wir hier noch einmal durch. Kommt das halt alles wieder ein Feld weiter nach vorn. Dass das jetzt auch noch zum Problem wird, damit habe ich nicht gerechnet. So, vor mit dir, Straße kommt gleich. Ziehen wir wieder eine mit ein hier. Lass ich mir doch von euch nicht gefallen. Ihr glaubt wohl auch, mit mir kann man's machen. Dann müssen wir das hier auch... Moment. Bin ich noch auf der richtigen Höhe? Das sah so verkehrt aus. Aber stimmt. Dann müssen wir da jetzt was reinziehen. Oder Moment mal. Doch. Etwas wirr im Kopf. Einmal durchgezogen. Boah, ey, das wird ja ein Projekt hier. Na ja, gut. Dort nehmen wir schon mal raus. Platz brauche ich. Hier müssen wir uns dann was einfallen lassen. Wie wir das dann anstellen, könnte noch zum Problem werden. Das Bankhaus muss auch irgendwo anders noch mit hin. Aber momentan kann es erstmal da so bleiben. Hotel sollte noch mit hinpassen. Dann Platz freigelassen, Straße hier. Kommt das Ganze dann hin? Kommen Sie mal mit. Ach, nicht genug abgerissen. Na dann alles weg hier. Alles weg, mache ich es halt nochmal neu gleich. Von mir aus. Oh. Falsch. Genau. So ist korrekt. Dahinter hätte ich noch eine Straße. Das hat jetzt alles seine Richtigkeit. Steht mittig. Wunderbar. Oh, Moment. Der Einflussbereich. Ach, der reicht doch gar nicht bis da runter. Wollen wir denn wirklich da unten noch ein zweites mit aufstellen? Nee, da verschieben wir das noch. Ach, nö. Ich dachte, damit wäre ich durch. Das jetzt noch mit hingepackt. Das jetzt noch verschoben, nehmen wir raus, bauen wir später wieder neu, weil es Spaß macht. Bisschen weiter darüber, vielen Dank für den Platz an dieser Stelle. Da, kann ein bisschen noch aufgerückt werden. Und das Rathaus, tja, was machen wir mit dir? Schlecht. Überlappender Bereich. Aber hier unten könnten wir dich mit aufstellen, da wäre es noch möglich. Reißen wir hier die Straße raus. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Packen wir dich damit hin, stehst du mir nicht im Weg. Ich kann den ganzen Kram hier wegreißen. Oh, wunderbar. Eine gratis Angie. Nehme ich doch.
Und jetzt mal auf die Tube gedrückt. Die Dinger will ich da jetzt noch stehen sehen. Die Zeit wird wieder knapp. Es drängt. Hecke weg. Weg mit dem Dreck. Ja, von mir aus dann auch. Das hier machen wir dann alles neu. Alles neu. Alles wird schöner. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Und hier jetzt noch weiter mit der Straße. Da muss das Ganze hin. Hinter. Drehen. Passt. Wunderbar. Oh, oh, er hat ja der die Straße nicht rausgenommen. Und eins noch extra obendrauf. Ach, weil ich heute so gute Laune habe. Noch ein Grand Hotel an dieser Stelle. Jetzt von hier noch bitte einen Weg dran. Seid ihr alle versorgt? Die vier hätten wir, die vier hätten wir und die vier hätten wir. Jetzt müssen wir das Ganze das Übliche? Noch verschieben. Oder probieren Sie heute mal was Neues? Nö, das Übliche. Dann musst du mindestens da aufgestellt werden, oder? Eieieiei, sogar noch weiter unten eigentlich. Eieieiei, tut mir das doch nicht an. Dann packen wir dich halt dahin. Du kommst da mit unten dran. Du mit da dazwischen. Noch eine Straße für euch. Bushaltestellen habt ihr. Sollte also nicht zum Problem werden. Dann braucht ihr aber auch noch ein weiteres Lagerhaus. Na, 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 na. Da muss die Bushaltestelle doch darunter. Und da wird noch eins mit hingestellt. Aufrüsten, wenn ich bitten darf. Puh, jetzt sollte doch eigentlich alles stimmen. Zumindest für diesen Bereich. Hier der Platz wird dann wieder später aufgefüllt mit Sie haben den netten Investoren. Hier Sie haben an Einfluss gewonnen. Werden wir dann ein bisschen alles schöner gestalten. Mal sehen, was sich da alles Schönes finden lässt. Aber, großes Aber, für heute wären wir wieder am Ende der Folge angekommen. Tja, leider nicht mehr geschafft. Aber das, da kann man doch schon erahnen, in welche Richtung der Plan geht. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Dann nehme ich's doch. Brauche ich gar nicht zu schauen. Ihr habt noch fleißig zu tun. Also wären wir für heute am Ende angekommen. Geht es wieder zur Expedition. Wir sind nicht auf dem Damm. Das ist ungut. Das ist ganz schlecht. Kann ich da was tun? Kann ich helfen? Wen juckt's? Die Mannschaft wird von unerträglichem und schmerzhaftem Juckreiz geplagt. Vom Leutnant bis hinab zum Taubenhalter verdrehen und verrenken sich alle in ihren Kojen und können nicht schlafen. Es wirkt sich auf die Ausführung der einfachsten Aufgaben aus. Also muss etwas getan werden. Dann suchen wir doch einen Ort für einen Halt, um uns von der Plage zu erholen. Sand und Sonne heilt alles. Ein scharfer Orientierungssinn führt das Schiff zu einer paradiesischen Insel. Eine Süßwasserlagune lindert den Juckreiz und die dringend nötige Entspannung ist gut für den weiteren Verlauf der Reise. Ja, gute Neuigkeiten. Sehr gut. Freut mich. Trotzdem müssen wir aber an dieser Stelle Schluss machen. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.